Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Ja, wir schnüffeln immer noch in Fowlets Haus. Einfach, weil wir es können. Ja, weil wir es, ja, müssen sozusagen. Und wir haben eine Apparatur in diesem Raum hier gefunden, die wir aber links noch nicht ganz, also das Rätsel dahinter können wir noch nicht ganz lösen. Deshalb wollte ich nochmal ein bisschen hier rumgucken und dann, ja, am Ende mich dem Rätsel nochmal widmen. Beziehungsweise, war hier da überhaupt noch irgendwas, was ich machen musste? Oder kann ich mich direkt schon dem Rätsel widmen, wenn ich jetzt rausgehe? Was war da nochmal? Gehe ich dann ganz... Ach so, nee, das wollte ich natürlich nicht. Verschlossen. Das war jetzt unnötig. Holmes, das war jetzt echt unnötig. Ja, okay. War denn hier sonst nichts mehr? Da? Bitte? Bäm. Ach so, ja, hier waren wir ja schon fertig. Soweit. Achso, oder war das echt schon? War ich echt schon fertig? Was ist denn hier noch? Was für ein merkwürdiges Haus. Genau. Was haben wir denn hier noch? Bilder, 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 Bilder und irgend so ein Clown. Was steht da drauf? Funny Poker. Ja, Funny Poker. Lass pokern. Wieso ist die Lampe schon an? Oder ist das die Leiche? Was haben wir hier drunter liegen? Ist das... Ne, ich kann es überhaupt nicht erkennen. Was ist das? Nun, was haben wir hier? Ja, das wüsste ich gerne. In die Richtung. Holzspielzeug. Ach so. Ja, das hat er ja erzählt. Ach so, das ist ein kleines Boot sozusagen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwo sinnvoll einsetzen können. Als Teil eines Rätsels sozusagen. Kann man hier irgendwie noch hintergucken? Ich denke mal, dass sich die Pfeife verändert in eine Hand. Aber ich täusche mich jedes Mal. Das nervt irgendwie voll. Aber sonst haben wir hier... Was ist denn da noch? Ach so. Können wir jetzt vielleicht dann tatsächlich... Diese Gemälde stammen aus der Stadt Epinal. Aus der Stadt Epinal? Wo liegt die? In Indien? Muss ich mich jetzt hier irgendwie... sagt mir gerade nichts. Habe ich jetzt keine Gedanken zu. In diesen Bildern könnte eine weitere Zeichnung versteckt sein. Ich sollte sie sorgfältig untersuchen. Ach so, stimmt. Sowas gibt es ja tatsächlich. Ein bisschen nach hinten lehnen. Vielleicht sieht man dann was. Man könnte sagen, dass das hier ein Auge ist und das dann allgemein so eine Art Reptilienkopf darstellt. Und dann hier nach hinten weitergehen, eine Art Schlange, wobei das jetzt gerade jetzt nicht so unbedingt das Beste erscheint. Also, ich glaube, da gibt es doch Besseres drin zu entdecken als das. Besonders hier oben, dieses Ding, das wirkt mir sehr komisch. Wie so ein Skorpionstachel irgendwie. Allerdings sehe ich hier keinen Skorpion weitergehend. Von daher irgendwie, nee. Gehen wir gerade zurück und gucken uns das nochmal an. Ja, was könnte man hier drinnen sehen? Ich sehe gerade nichts. Am besten ist ja, man sucht so Augen oder so markante Stellen, wie dieses hier zum Beispiel. Das ist hier so ein bisschen, dunkler sozusagen, könnte man sagen, wenn das ein Auge ist, müsste das hier logischerweise irgendwie der Kopf sein. Und dann ist das wie so ein Krokodil, was hier so durchschwimmt, sozusagen. Aber wirkt mir jetzt auch gerade noch ein bisschen sehr, naja, weit hergeholt, nenne ich es einfach mal. Auch ein bisschen mager. Ich hätte gerne irgendwas anderes gefunden. Ist das hier auch ein Auge? Nee, ne? Ich wüsste zumindest nicht, was man dazu noch finden könnte sonst. Oder hier vielleicht irgendwas? Nee. Was haben wir hier noch? Irgendwas komisches hier auch drauf, auf jeden Fall so ein paar Flecken, Kaffeeflecken oder sowas. Aber auch wieder einfach so ein Fluss ist das ja hier, denke ich mal, ne? Was haben wir hier? Hier, hier. Hier erkenne ich auf jeden Fall zwei Arme und zwei Beine. Und hier dann einen Kopf und so einen Kopfschmuck, nenne ich es einfach mal. Keine Ahnung, was das genau sein soll. Aber sonst auch nicht unbedingt was.
Und hier noch? Ja, hier sieht man es irgendwie sofort, dass hier ein Gesicht drin ist. Das ist dann so ein Arm. Das könnte man, wenn man so auch noch interpretiert, als zwei Beine und zwei Arme, aber irgendwie, das wäre ein bisschen abwegig, finde ich das. Hier unten vielleicht noch irgendwas, garantiert noch irgendwas. Irgendwas, was ich gerade nicht sehe. Nee, das scheint mir, sehe ich jetzt nichts. Gut, lassen wir das erstmal so stehen. Also, ein bisschen was haben wir ja gefunden. Oder zumindest denke ich das. So, was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Karten da unten liegen. Kann man hier irgendwie spielen? Ich benötige eine Münze, um mit diesem Automaten zu spielen. Oh, ärgerlich. Und mir fällt gerade ein, dass ich eben vergessen habe zu speichern, aber naja, kann ich ja gleich noch machen. Ich benötige eine Münze, um mit diesem Automaten zu spielen. Gut, merken wir uns das. Wenn wir eine Münze haben, gehen wir hier nochmal hin. Also eben ganz kurz speichern, speichern und wieder zurück. So. Ja, also wir wollen auf jeden Fall da eine Münze kriegen. Jetzt müssen wir natürlich... Irgendwie wüsste ich jetzt nicht, was es hier sonst da gibt, außer dem Rätsel, welches sich da hinten befindet. Mit diesem Schachfeld, wenn ich mich nicht immer noch nenne, obwohl es kein Schachfeld ist. Ist irgendwie gerade das Einzige, was mir noch offen scheint, also was ich noch machen könnte. Und von daher werde ich mich dem jetzt widmen. Also es ist ja wohl... Ich könnte als erstes mal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, wir müssen jedes einzelne da einfügen. Haben wir hier? Hier haben wir 1, hier haben wir 2. Okay, das passt schon mal nicht mehr. Hier haben wir 2, hier haben wir 2, hier haben wir 2. Ein, hier haben wir zwei, okay, das passt nicht. Also das damit nicht so unbedingt, aber ich wüsste auch nicht genau, was das jetzt zu bedeuten haben hätte sollen. Wenn man sich das hier... Mir ist schon kaputt, ich dachte gerade, das sind alles ungerade Zahlen, aber sind es gar nicht. Wir haben hier die 5. Fünf, drei, sieben, mit eins. Vielleicht kann man das irgendwie mit abzählen oder sowas. Die 8... Das sind ja, denke ich mal, 10 Stück, ne? Also 5 plus 5, ja. Und auch hier in diese Richtung 5 und 5, ne? Ja. Also wirklich genau 10 mal 10 sind 100. Also irgendwas... Irgend so ein... Ja, so ein System steckt da natürlich hinter. So viel ist ja klar. Es ist natürlich die Frage, wie genau das ablaufen soll. Am besten... Also ich glaube, am einfachsten sollten die 10 und die Einsen sein. Zu entziffern, also zu besetzen sozusagen. Vielleicht irgendwie eine 8 und dann erst... Ne, das da müssten ja die Einsen. Ne, ich dachte gerade im nächsten Abstand, also im Abstand von 8 wieder irgendwie sowas. Aber das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Wenn man abzählt, also ist das jetzt die erste oder die nullte sozusagen? Macht man, ey, das ist schwierig. Welche... Die 2, hier die 2, da die 4 dahinter, aber das macht ja keinen Sinn, wenn hier eine 5 steckt. Oder so eine Ecke müsste doch auch leicht zu entziffern sein, oder nicht? Wow, mir fällt gerade auf, wir haben hier eine ganze Reihe durch. Vielleicht kann man damit arbeiten. Autsch, mein Knie hat geknackt. 8, 3 ist ja weniger 5 plus 4. Weniger 1, weniger 0, weniger 1, plus 1, plus 3, minus 6, minus 1. Oder andersrum, plus 1, plus 6. 2. Die haben noch keinen gemeinsamen Teiler oder sowas. Was kommt denn hier drin nicht vor? Hier kommt keine 1 vor, keine 4. Ja. Keine 1 und keine 4. 6, ja, 5, 6, 7, 8 und 9 sind enthalten. Keine 1 und keine 4. Warum nicht?
Warum nicht? Haben wir vielleicht auch hier haben wir eine Spalte, die relativ fehlerfrei ist, lückenlos ist. 7, 7. 2 plus 5 ist 7. 3 plus 5 ist 8. 7 plus 7 wären 14. Oder die jede Reihe hat zusammen die gleiche. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich hab's. Wo waren jetzt die 55 ist die Zahl, die durch Addition, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also 9, 12, 18, 24, 29 plus 14 sind 43. Fehlen noch 12. Ich merke mir die 12, obwohl jetzt kann ich, vielleicht vergesse ich die Dinger dann irgendwie am Ende. Jetzt muss ich natürlich, obwohl das wäre einfacher, wenn ich das da mache, wo nur einer fehlt. 14, 16, 21, 24, 29, 38, 48, 54 und eine 1, ne? Hoffentlich verzähle ich mich nicht. Es wäre relativ ärgerlich, wenn ich mich hier verzählen will. Jetzt machen wir das so, weil hier wieder nur einer fehlt. 7, 10, 18, 28, 29, 38, 46, 51, fehlt mir 4. 10, 11, 18, 26, 29, plus 14 sind 53, nee, 43, 52 und eine 3. Hier sind 10, 20, 25, 26, 32, 42, 48, fehlen 7. 4, 11, 13, 23 plus 18 sind 41, plus 6 sind 47, fehlen noch 8. Wo haben wir hier eine 8? Da unten haben wir eine 8. Gerade schon Angst gehabt, dass das alles nicht aufgeht. 18, 20, 23, 24, 32, 39, 49, fehlen noch 6. Ich glaube, ich verzähle mich ständig. Also ich habe richtig Angst, mich die ganze Zeit zu verzählen. 21, 29, 6, 38. Jetzt habe ich mich gerade garantiert verzählt, ich fange nochmal von vorne an. Ja, 3 plus 7 sind 10. 21, 29, 36, 37, 40, 47, fehlen noch 8. Ja. Oh Mist, das ist schon voll, verdammt. Ah, hier ist noch eine frei. 16, 19, 29, 37, 43, 48 plus 5 sind 53, fehlen noch 2. 10, 16, 20, 30, 40, 46, fehlen noch 9. Hier fehlen zu viele, verdammt, da oben fehlt nur einer, ist gut. 10, 18, 23 plus 12 sind 35. Sind 44 plus 10 sind 54, fehlt eine 1. Haben wir noch irgendwo nur einen fehlend? Das wäre jetzt relativ nett. Aber dem scheint gerade nicht so. Es gibt nämlich diese Ecke hier, weil die für beide gilt und dementsprechend, ich könnte auch diese Ecke hier nehmen, ist klar. Aber ist dann einfacher, dann das zu überprüfen, ob da irgendwie was fehlt oder sowas. Also 17, 22, 29, 31 plus 9 sind 40, 45 fehlen insgesamt 10, das heißt die 10 kann da gar nicht reinpassen. Fehlen insgesamt 10, nehmen wir mal die 7 und die 3, legen wir uns die mal hier in die Ecke gerade, dass wir das wissen. 10, 12, 18, 24, 29, 35, 43, fehlen noch 12, haben wir eine 5, ja gut.
müsste die 7 da rein, die 5 da rein und die 3 da rein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das so noch ganz aufgeht, denn eventuell ist das jetzt falsch, weil es hier mehrere Möglichkeiten gibt, eine 12 und eine 10 zu bilden. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen dann. Also falls irgendwo ein Fehler ist, dann wahrscheinlich an diesem Punkt hier. 10, 19, 22, 32, 40, 52, 53, fehlt eine 2, da haben wir sogar tatsächlich noch eine von. Da, jetzt stecke ich schon wieder fest, ne? Ärgerlich, ey. Also was heißt feststecken, jetzt muss ich schon wieder gucken. Aber immerhin geht das auch mit 55 von den Zahlen her. Irgendwo was Niedriges, wo man eine 10 einpflanzen könnte. Ja, irgendwie kann man jetzt nicht rauslesen, wo eine 10 reinpassen könnte. Einfach nur durch grobes... Obwohl, warte mal. Es fällt mir jetzt erst auf, das kann gar nicht passen. Weil ich was Entscheidendes übersehen habe, beziehungsweise nicht beachtet habe. Verdammt, ich muss alles nochmal von vorne machen. Oh Gott. Beziehungsweise, ich kann es ja eigentlich so ganz schnell überprüfen. Die 1... ist richtig. Die 2 ist falsch. Die 3, also die 7 ist mal falsch. Passt eher die rein. Ist jetzt die Frage, ob die 7, die 3 richtig ist. Warte mal, wie war das mit diesem hier nochmal? Kann natürlich noch richtig sein. Die 8, war die richtig? Ja, die 8 ist richtig. Die 6, war die richtig? Ja, die 6 ist richtig. Die 8. Warte mal, die 8 und die 6, beide? Und die 7 auch? Verdammt, ey, das könnte alles gerade falsch sein, was ich hier mache. Die 1... Das scheint alles richtig zu sein. Die 1 war ja auch richtig, ne? Beziehungsweise ist das alles regelkonform gerade. Ja, hier muss irgendwas... Eventuell ist die 9 nicht ganz richtig, beziehungsweise, ja, die 9 kann natürlich sehr leicht falsch sein. Wie habe ich die da reingepackt? So voreilig. Weil ich diese hier wusste, ne? Allerdings passt sie hier nicht rein. Die Zahl, die wir vorher drin hatten. Warte mal, hä? Kann doch gar nicht. Da fehlte doch eine 2 und ich war bei 15, 16. Ja doch, 15, 16. 26. 34. 34 plus 16 sind 50, 53, da fehlt eine 2, definitiv. Ach da! Alles klar, gesehen. So. Wegen der Farben, da muss ich natürlich aufpassen. Habe ich eben nicht dran gedacht. Und so konnte hier die 10 nicht stimmen, also das mit der 7 konnte hier auf keinen Fall stimmen. Aber jetzt müsste es wieder aufgehen alles, ne? Jetzt haben wir nirgends so einen Fehler gemacht, ne? Glaube ich. Hoffe ich jetzt mal. Ich hätte von vornherein darauf achten sollen. Besonders bei diesen doppelten, oder auch bei den doppelten Zahlen vor allen Dingen, aber jetzt müsste es eigentlich, es war ja nur das hier, wo zwei Möglichkeiten waren, und von daher dürfte das jetzt alles wieder richtig sein. Gucken, was fehlt hier nochmal? Eine 9 oder so, ne? 14, 15, 25, 31, 36, 41, 50, eine 5 in weiß, da haben wir eine. 9, nee, machen wir so 10, 18, 24, 34, 40, 48, da fehlt eine schwarze 7, 10, 21, 23, 30, 35, 44, 52, da fehlt eine weiße 3. Ja, ich könnte es schaffen. Wann habe ich denn die Part angefangen? Ich könnte es sogar noch innerhalb des Partes schaffen. Hier ist sogar eine reelle Chance. 5, 15, 25, 34, 42, fehlen 13. Kann man natürlich entweder mit 9 plus 4 schaffen oder mit 10 plus 3. Das ist jetzt eine gute Frage, deswegen lege ich mir das mal gerade so dahin. Um zu gucken, was eventuell nach unten... Warte, wenn ich hier die 3 reinlegen würde, rein hypothetisch gesehen,
dann, obwohl, wenn ich da die 4 reinlegen würde, ich habe ja mit der 3 und 5 oder 4 und 3, das passt, nee, passt nicht beides gut. Also, wenn ich da die 3, ich lege die 4 rein wegen der 6, passt besser. 10, 19, 25, 30, 40, 49, 52, das passt. Nehmen wir. Zehn, 19, 29, 39, 49, da fehlen noch 5 und dann kann das nur passen. Und damit müsste das Rätsel dann gelöst sein, ich guck nochmal ganz schnell rüber. 20, 30, 38, na plus 12 sind 50, was? Wie, was? 20, 28, plus 10 sind 38, plus 4 sind 42, sind 50, sind 56, was zum Teufel? Warum? Da muss irgendwie, weiß ich, dann habe ich gerade mich entweder verzählt oder sonst irgendeinen Mist gemacht. Jetzt passt es hier ja, ne? Passt es jetzt hier immer noch? 10, 17, 27, 10, 27, 30, das ist 5, hier fehlt einer, verdammt, das heißt, das hier müsste eigentlich eine 4 sein. Aber nicht die 4, weil wir die noch brauchen. Messt mir eine aus. Dieser Reihe, oh, verdammt, alter Leute, shit, ey. Das ist jetzt richtig ärgerlich, ey. Haben wir noch eine 4? Nee, das kann doch nicht sein, das muss doch hier die 10 sein. Aber dann passt diese 4 hier nicht. Muss eine 3 sein dann. Oder was passt denn nach dieser Aussage hier, nach diesem Dingen hier? 10, 19, 22, 32, 38, 41, 44, 52. Ja, da muss eine 3 rein, tatsächlich. Jetzt ist natürlich die Frage, welche 3? 10, 18, 19, 25, was wollte ich nochmal? Wo war ich nochmal? Ich habe gerade überlegt, dass ich, weil das eine 3 ist, die ich rausnehmen kann, ob ich die beiden vielleicht gleich tauschen muss. 10, 19, 25, 28, 37. Das passt, dann kann ich doch theoretisch... Dankeschön. Und was genau habe ich jetzt gemacht? Fowlett baute dieses Gerät wahrscheinlich, um seine Erfindung zu perfektionieren. Achso, oh geil, oh, eine Münze. Wenn ich jetzt noch wüsste, weil ich den Part begonnen habe, ne, würde ich jetzt natürlich sofort hinlaufen. Und, die Münze einwerfen. Allerdings, würde ich mal sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Einfach zur Sicherheit, weil ich ja halt, wie gesagt, ich weiß, wie lang der Part hier schon ist. Und damit eben noch kurz vor dem Münzautomaten da positionieren. Und mit der Clownsmaske da im Hintergrund, würde ich mal sagen, beende ich den Part dieses, naja, eigentlich war ja nur das Rätsel jetzt in den Part involviert. Zum Glück habe ich es gerade noch so in einem Part geschafft, denke ich mal. Weiß jetzt nicht, war wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig, aber naja, gehört halt auch mal dazu, ne? Wie gesagt, im nächsten Part dann benutzen wir die Münze hier für diesen Automaten. Und ich hoffe mal, man sieht sich da wieder. Bis dahin, tschüss.